Ich starte mal Ich sag auch im willkommen. Stream. Ah, ich sage, ich melde mal an. Ich würde heute gern so bis 11:45 spielen. Circa. Ja, dann stell deinen Wecker. Brauche ich nicht. Aber nur so zum Anteilen. Ja. Jo. Okay, mein Stream läuft. Ich Ausgezeichnet, glaube, meine wir können Aufnahme auch. das Szenario beginnen. Wir haben letztes Mal den Propheten getötet, natürlich. Yay, wir haben es irgendwie geschafft. Und Ich glaube, das war eine Wahnsinn. Prophetin, oder? Ich glaube Ja, es immer noch nee. nicht. Wir sind getätschelt worden dafür und belohnt von den anderen Orchids. Und die haben uns jetzt angeboten, also zuerst mal haben sie uns einen Talisman gegeben. Wer hat den eigentlich genommen? Hat denn schon jemand genommen? Ich glaube, Ich ich glaube, habe der ihn, ja, kommt ich doch habe ihn nicht viel. genommen, weil ich noch nichts im Kopf hatte. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Und außerdem haben sie uns angeboten, uns von der Insel zu geleiten. Ja, und sie haben uns gesagt, in welche Richtung der Dings ist. Ja, Der genau. Wappler, der uns verraten hat. Der Barty. The Also, Party. unsere Optionen wären nach Osten, Richtung Orchids. nach Süden zu den Quadrilles oder nach Westen zurück nach Gloomhaven. Wo der Und die Party hin ist. Richtig. Und die Entscheidung war zurück nach Gloomhaven. Ja, ich habe auch genug von Abenteuern. In Gloomhaven sind wir nur in Bars herumgehangen, das war viel lustiger. Genau, und haben unsere Brücke gerauft und haben Keiner geschaut, hat wie uns sich andere umgebracht. beteiligt. Ich lese die Eventkarte, die uns da begegnet. Okay. Faced with the prospect of sailing wherever you desire with pure freedom, you decide to head out into the open ocean, to the west back toward Gloomhaven. Thanks to the time you spent on Barty's ship, you have enough the sails and make progress. Such an eventful trip crossing the sea the first time, you are almost disappointed at the monotony of your return trip. The days stretch on, and all you see before you is a vast, endless expanse of water. And then you see it. Hoppala, ich habe gerade was angeklickt und das hätte ich nicht sollen. And then you see it. The recognizable shape of the cracked and ruined island you left behind. You sail closer and begin to circle around the half-sunk cracks when you spot the familiar outline of a cave in the sheer. Moreover, right outside the cave is an orchid ship of similar design to your own. Und gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Option A, investigate the cave, oder Option B, continue on toward Gloomhaven without distraction. Wir Jetzt gehen in raten wir den mal, Cave, was oder? gewählt wurde. Wir gehen in den Cave. Jo, das sieht man schon an dem, was da ausliegt heute. Naja. Was dieses Minenfeld? Ja, ungefähr. Also gewählt wurde, dass wir in die Cave gehen und da fängt, das ist der Decision Path, investigate the cave, Panic Room, das Szenario 10 der Minikampagne Into the Unknown. Unser Ziel ist es, dass wir alle vier Charaktere müssen auf Escape-Punkte kommen. Escape-Punkte, die offenbar im nächsten Raum sind. Erst wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt alle gleichzeitig auf einem Escape-Punkt stehen, beenden wir das Szenario erfolgreich. Das heißt, wir müssen nicht einmal noch alles killen. Okay, René, liest uns wieder die Okay, kann Introduction ich ab. machen. Kein Problem. Panic Room. It takes some effort to navigate safely through the cracks surrounding the cliff face and find a place to moor your own boat, but once it is done, you eagerly make your way into the cave, looking for one last adventure. And in this regard, the cave does not disappoint. After navigating through a series of narrow spaces and sharp descents, you come to a large open cavern whose walls flicker at the edge of your. Was?
torchlight, natürlich. And at the far end of the space, you see a figure you'd recognize anywhere as he fiddles with a number of large sacks of gold. Your arrival catches his attention and he looks up with a face of pure shock and bafflement. "It can't be," Barty mutters, trying to get his bearings. "Like a bad penny you lot are. I would think this was the work of the dark spirits that linger here, trying to play a trick on me. But even they could not be so cruel." Barty hefts his hags of treasure bags. In one hand. Bags. Was? Bags. Ah, bags. Bags. Ja, klar. Ist nur ziemlich klein auf meinem Bildschirm alles. Ich muss das irgendwie größer machen, damit ich es besser lesen kann. Bags of treasure in one hand, while his other reaches for a switch on the wall. "It's a shame. I like this hideout, but I guess I'll have to find some place else to store all the money I got for selling you to the orchids." So unfassbar. Ich hab dich gern, bis er diesen Satz gesagt hat. He presses the switch and sprints away from you down a corridor. You move to give chase, but are suddenly thrown to the ground as the entire cave begins to vibrate wildly. The passageway behind you collapses completely, and in front of you a large boulder falls from the ceiling, blocking off Barty's escape route as well. And if that wasn't enough, you feel the presence of an evil energy. Dark shapes begin to rise up out of the shaking earth in anger. You need to get out of this room before you are buried in rubble. Special rules. The crystal, 1, is considered a locked up door, a locked door that is opened when destroyed. It has 10x 4 plus 2x level hit points. When destroyed, replace it with a corridor tile and read 1. Ah, okay, das war da hinten. Escape occurs when all characters are either standing on an exit A or have become exhausted while standing on an exit A. If any character becomes exhausted while not occupying an exit A, the scenario is lost. Shuffle numbered tokens 2 to 10 and place them face down next to the map tiles. At the end of the first 9 rounds, flip over one numbered token at random and place obstacles in all the hexes on tile N that correspond to the number of the tokens. If the number covers one hex, place a single hex obstacle of any kind on that hex. If a number covers two hexes, place a two hex obstacle, and if a number covers three hexes, place a three hex obstacle. Tja, wie unerwartet. Any figure that is in a hex where an obstacle is placed suffers double trap damage and is forced to move into an adjacent hex. If there are no viable adjacent hexes to move into, that figure dies. If a monster or character summon or is exhausted, if a character... Achso. Naja, wobei das eh wurscht ist. Wenn du exhausted bist und in einem dieser Punkte bist, dann bist du auch tot. Dann ist es auch aus. At the end of the 10th round, the end tile is removed from the board. And any figure still on it dies or is exhausted. Das Endteil ist halt die Karte. Ah. Das heißt, wir müssen eigentlich innerhalb von 10 Runden diese Tür öffnen. Innerhalb von 10 Runden müssen wir nicht nur die Tür öffnen, sondern sogar draußen sein. Okay, folgendes. Wisst ihr, auf welcher Level wir letztes Mal gespielt haben? Auf 3 oder auf 4? Auf 3 haben wir gespielt. 3 haben wir gespielt. Ich glaube nämlich, wir sind jetzt schon. Wir haben halt auf einer Level höher gespielt als wäre. Also wir haben es uns ein bisschen schwieriger gemacht. Glaube ich, auf mein Betreiben irgendwann vor langer Zeit hin. Aber jetzt sind ja letztes Mal sind 3 von uns eine Level aufgestiegen, stimmt das?
Also ich bin Level 5. Du hast ein Level, Level 4. Hast du eine neue Level bekommen, Michi? Ich bin Level 4. Ja, warst du Level 3 vorher noch? Ich war Level 3 noch. Ich bin nicht aufgestiegen. Es sind zwei Level 4 und zwei Level 5. Ja, ich frage mich, ob letztes Mal wir im Schnitt noch unter Level 4 waren. Ah nein, Level 4 genau waren wir. Das hat ausgereicht. Ja, wir sind. Also es ist eine Level schwieriger jetzt geworden. Das heißt, die Monster sind eine Level höher. Das sind jetzt Level 4 und nicht 3. Hurra. Und auch sonstige Regeln sind ein bisschen anders. Nämlich laut. Also wir spielen jetzt auf Level 4 und das bedeutet, jedes Gold, das wir aufheben, das ist das Positive, ist jetzt 4 wert statt 3. Jede Falle macht 6 Schaden statt bis jetzt 5. Das heißt, doppelter Fallenschaden, was da in Szenario stand, ist dann 12. Und noch was Positives, wenn wir das Szenario schaffen, gibt es 12 Erfahrungen statt 10. Das sind die Effekte maximal. Darf ich auf das Geld und die Erfahrung verzichten? Ja, heb's einfach nicht auf. So, da wir auch auf Level 4 spielen, werden die Lebenspunkte entsprechend angepasst von der Tür. Wir haben 4 Charaktere und Level 4. So, 4 ist 8, 4 ist 12 und mal 4 ist 48 Lebenspunkte auf diese Tür. Irgendjemand möge es bitte nachrechnen. Während ich noch teils ziehe. Ah, ganz kurz, meine Frau hat mich auch vorher unterbrochen. Unser Ziel ist es, am Ende des Korridors auf Platz A zu kommen. Also die Nummer 1 ist ein Kristall oder was auch immer, den wir zerschlagen müssen, der viel Leben hat. Wir haben nur 10 Runden Zeit in dem ersten Raum und da entstehen immer Hindernisse. Das sind die Nummern von 2 bis 10. Die werden zufällig gezogen und auf dem Teil, wo die Nummern liegen, entstehen Hindernisse. Das heißt, du siehst auch einige Teils. Einige Nummern decken ein Teil ab, einige decken zwei ab, einige decken drei ab. Das heißt, da wo drei abgedeckt werden, entsteht ein Hindernis, das alle drei Felder abdeckt. Wenn du auf einem Feld stehst, wo ein Hindernis entsteht, nimmst du 12 Schaden. Was brutal ist natürlich. Leben hat das Ding jetzt 48. Die Tür hat 48. Und ich suche schon mal. Habt ihr die Monster übrigens schon angeschaut? Nein, das werden wir noch machen, aber ich werde jetzt mal raussuchen die Tokens. Ich finde den Deep Terror, der schaut einfach hübsch aus. Du hast zu viel Cthulhu gespielt und bist nicht nachgeschaut. Aber die bewegen sich nicht. Oder? Ja, nein, die bewegen sich nicht. Na, dann sind sie ja harmlos offensichtlich. Ich muss sagen, dass diese Viecher nicht lustig sind, die bewegen sich. Ja. Die bewegen sich nicht, aber sie haben auch keine Range Attack. Also so gesehen, wenn du nicht zu nahe rankommst. So, und die anderen? Bewegen sich viel. Die bewegen sich viel? Ja. Kann mir noch mal kurz wer sagen, haben viel Leben, wie sich das entscheidet, welche Nummer umgedreht wird? Also, so ein Obstacle wird zufällig. Aber wie viel Leben? 15 Punkte Leben. Aber dafür haben sie kein Schild oder so. Wird da gewürfelt oder was? Liest du das mal durch, was sie haben? Attackers gain disadvantage, ja. Das ist unangenehm. So, über der Karte ist ein Beutel mit den 9 Nummern, von 2 bis 10. Kommt jede Runde einer raus oder wird wieder zurückgelegt? Nein, es kommt einer raus. Das heißt, es wird dann immer voller mit Obstacles. Andererseits werden wir immer sicherer wissen, welches gezogen wird. Oder welche. Ja, es gibt recht wenig Orte, wo du stehen kannst, wo du nicht von einem Obstacle getroffen wirst. Ganz kurz die Obstacle, also wenn du jetzt zum Beispiel 4 ziehst, ja, dann kommen überall auf allen Vierern kommt ein Obstacle drauf, oder? Genau, ja. Dort kann man dann aber auch nicht mehr stehen. Ja. Naja, die Decke kommt langsam runter. Da kommt der Crackhard ins Spiel. Der Crackhard hat Karten, wo man machen kann. Also wenn er mal ein Zehner gesetzt, wenn ein Zehner mal gesetzt ist, dann ist es gesetzt, oder wie? Ja, dann kommt der zum Beispiel, wenn ich jetzt den ziehen würde, würden die Zehner wegkommen und ich würde statt der 10 hier zum Beispiel das hier herlegen. Alle, die auf einem der drei Felder stehen, kriegen 12 Schaden.
und dann geht es weiter. Es gibt eh nur ein 10. Da gibt es zwei Coin. Ah, schau mal, es gibt zwei Coinplätze. Es gibt zwei Zehner. Ja. Es gibt genau den Platz, den Platz und den Platz und da, wo die Monster stehen. Ja, wobei die Monster bewegen sich ja dann auch irgendwie. Na, die Terrors bewegen sich nicht. Genau, also der Deep Chair ist zum Beispiel unangenehm, wenn es daneben stehen muss. Der bewegt sich ja, auch. Wer weiß, was ihre Karten sagen. Vielleicht bewegen sie sich laut Karte. Kriegt die eigentlich auch Schaden? Wenn die vielleicht stehen? Tauchen sie einfach irgendwo auf. Das Szenario sagt, wenn ein Monster da steht, wird es getötet. Was? Aha. Okay. Oder? Nein, Blödsinn. Warte mal. Die kriegen 6 Schaden und aus, so wie wir. 12 Schaden, oder? 12. Fallenschaden, weil ja, doppelter Fall. Ihr wisst, wenn ich von dem Ding getroffen werde, bin ich tot. Ich bleibe einfach da stehen, wo ich stehe. Die kommen hier hin. Dartfelder sind logischerweise das hier. Ja, und ich komme gleich wieder. Ich glaube. Bayer sollte sich vielleicht da gleich hin. Das sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder, da kannst du hinspringen. Was? Da greifen. Ich glaube, ich werde mir bei dem Szenario tatsächlich die Frost Armor nehmen und hoffen, dass mich die Monster nicht angreifen. Ich habe übrigens auch, wenn ich in einem Hindernis erschlagen werde. Na, schau ja mal, das Feld ist frei, oder? Ja, aber da können wir nicht hinsetzen uns. So, du kannst dich da gleich in der ersten Runde hinspringen. Achso, ja, das genau. Meinst du, ja. Das klingt wie eine tolle Idee. Naja, ich könnte mich invisible Night machen. Demons, das sind zwei Night Demons. Drei Night Demons sind es. Das stimmt, aber ich könnte mich unsichtbar machen. Ich könnte mich unsichtbar machen. Nummer 6, Nummer 2 und Nummer 4. Ja, aber wir bewegen uns ja auch. Er ist hinhupfen nicht der Erste, der gleich, und gleich einmal da steht. Einen Angriff auf die Tür machen. Außerdem, wer weiß, ob die Deep Terrors nicht mit Karten einen Fernkampfangriff kriegen oder sich bewegen. Ja, aber er kann sich mal unsichtbar machen. Und wir ziehen nach. Das Erste, was wir tun, ist anschauen und schauen, ob wir gute Dinge finden, die spezifisch für dieses Szenario. Ja, das sowieso, ja. Karten mit viel Bewegung. Und aber Karten mit viel Rums. Battle Goals aus, die uns zwar ziemlich wurscht sind, oder jeder. Warte mal, ich leg's unter das Szenariobuch, lege ich's hin. Du hast es in den Dings reingetan, in den Deep Terror Sack. Terror Beutel, ja. Okay, jeder nehme sich zwei. Das ist das Schöne am Computerspielen, du kannst alles überall reintun. Nein. Ich kann auch einfach auf 2 drücken, oder? Dann nimmt er zufällig 2 raus. Ja, das probiere ich jetzt auch aus. Ja, es ist. Gut, dass mir das wurscht sein kann. Okay. Das ist natürlich ein Schaß. Das euch ist in dem Szenario nicht machbar. Die sind beide nicht machbar. Es ist. Aber eine, die könnte funktionieren. Ja, aber es ist. Oh, ich habe da noch ein Madel liegen. Ich habe übrigens. Ich hoffe, ich habe alle Flüche aus euren Decks entsorgt, die noch drinnen waren. So, und ich schaue mir jetzt meine Karten an, was hier wirklich. Was man hier. Ah, ich bin tot, wenn mich so ein von diesen Obstacles trifft. Und wenn einer von uns exhausted ist, haben wir sofort verloren. Ja, stimmt. Wenn man nicht auf A steht. Na, du kannst wenn du am Ende stehst, ist alles okay. Schau, im Wesentlichen müssen wir den Night Demons herlocken, weil dann haben wir 3 neue Felder. Ja, die kommen sowieso von alleine, oder? Außerdem müssen wir ein bisschen Glück haben, dass 2, 3 und 4 bald gezogen wird, wo wir hier hin können. Ah, da ist übrigens noch ein Feld, wo wir hin können. Da, wo diese Schatzkiste liegt. Das ist mein Feld. Eine Schatzkiste ist das. Ja. Ich dachte, das ist der Dings, der Stein, aber ich sehe gerade, da gibt es einen Einser auch. Ja, wir wissen es eh auch nicht. Ich wollte es nur hypothetisch erwähnen, dass andere theoretisch auch hingehen könnten, laut Regeln. Ich glaube, es wäre fast geschickt, dass man, warte mal, Attacker Skin Disadvantage, das heißt aber auch bei Fernkampfangriff, oder?
Wenn du neben ihm stehst mit Fernkampfangriff, hast du auch Disadvantage. Nein, er hat aus Fähigkeit Attacker Skin Disadvantage. Weiß, aber ja. Nur Attack ist Nahkampf, oder? Nein, jeder. Was? Jeder, der einen Angriff auf ihn macht, hat dann Disadvantage. Fern- oder Nahkampf? Ja, das ist, außer du nimmst die Eagle Eye Goggles, dann ist es sowas, dass du kein Disadvantage, aber auch kein Vorteil. Genau, ja. Oder es gibt auch, wie heißt der Zustand? Strengthen. Das ist auch, da kriegt man auch Advantage. Dann wird das auch notiert. Ich sehe gerade, ich kann nicht zwei Stamina Potions mit haben, also eine 3 oder eine 2, oder? Doch, das haben wir letztens nachgeschaut. Da habe ich mich nicht. Weil ich glaube, ich werde die. Geirrt, aber das ist auch, das erwähne ich ein andermal. Plus 1 Attack kann ich dem Szenario ist fast besser, dass ich die Karten zurückkriege, lange rasten muss und du so. Du kannst eh 3 Tränke jetzt. Oh nein, du bist noch Level 4, du Lusche. Okay, nur 2. Ja, genauso wie du. Ich weiß, ja. Mal schauen, was meine Karten so können. Ja, nein, aber Michi, schau dir dein Deck bitte an. Alles, was Hindernisse wegräumt, ist ein Segen. Ja, ich such's da müsstest du einige Karten haben, die man sonst nie mitnimmt, aber die in dem Szenario wirklich sein können. Ich habe keinen Move 6 im Übrigen. Was hast du? Ich habe keinen Move 6 im Übrigen. Doch, du hast einen Move 8. Oh ja. Ja, ich habe einen Move 8, aber die Karte verliere ich dann gleich. Ja. Blöde Idee, aber es ist theoretisch trotzdem. So, die bewegen sich sowieso mal auf uns zu. Ja, hoffentlich. Wäre gut, wenn wir vielleicht einen gleich killen. Ja. Da wo wir jetzt stehen, sind wir im Übrigen auch sicher. Vielleicht sollten wir da gar nicht weggehen. Vielleicht sollten wir zuerst einmal sie kommen lassen und sie killen und erst in der zweiten Runde dann weggehen. Ja. Warte. Rechne ich diese Oh, verdammt. Nochmal nach. Ich habe eine Karte da reingegeben in mein Kuvert. Dann nimm sie halt wieder dann raus. Dann nimm sie da raus. Ich nehme sie raus. Okay, danke. Ja, das ist wichtig. Nimm mich mit. Danke. Ich habe eine Frage. Ich habe da eine Karte, nämlich die Impaling Eruption. Bei der ist es so, dass ich eine Range 4 Angriff mache. Allerdings mache ich den Angriff so, dass ich einen Path lege, wo der Angriff durchgeht. Kann ich da ein Ziel zweimal angreifen damit, wenn ich den Path richtig lege? Nein. Das ist eine Grundregel, dass du mit einer Action ein Ziel. Übrigens hat man, jetzt könnte ich die eine Karte verwenden, wo du gemeint hast, Straight Line 6 Felder gehen, ist fast unmöglich. Aber auf der Karte ist das gar nicht, auf der Map ist das gar nicht so schlecht. Ja. Noch. Aber nach ein oder zwei Runden hast du überall Hindernisse, dann geht's nicht mehr. Ja, das ist die Überlegung, ich kann nicht gleich hinstürmen. Also ich glaube, dass du der wichtigste Charakter bist in diesem Szenario, Michi. Und jede Karte, wo du was mit Hindernissen machst, ist eine Überlegung wert. Die Bewegung auch drauf, was soll's. Sinn macht das glaube ich schon. 2, 4, 4 Karten noch. Licht auf. 7. Gefühl.
Ja, ah, die muss ich natürlich reinnehmen, ich bin so ein Idiot. So. Wird's besser? Ja. Was für ein Gefühl hast du? Der Bart, der am Ende des Tunnels auch noch erwartet. Ja, das ist glaube ich auch gut. Damit können wir rechnen, ja. Aber den haben wir schon einmal besiegt, also so gesehen, so schlimm kann er nicht werden. Karten kann ich haben, ganz. Mein Telefon läutet, jetzt bin ich wieder da. Aber ich werde auch ein bisschen auf Range Attack gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Karte so supi ist. Meine neue. Und für sich ist die schon sehr cool. Also, ich habe keine Bewegung. Zumindest. Wir haben eh nur 10 Runden eigentlich Zeit, gell? Nein, wir haben mehr nein, natürlich. Nach 10 Runden ist nur der vordere erste, Teil ja. hin. Ja. Aber es ist schon ein Indiz, dass das ein recht also schnelles Szenario mit wenigen Runden sein wird. In Wirklichkeit muss ich den Flamestrike auch mitnehmen. Ich mag den Flamestrike. So. Bin wieder da. 1, 2, BB 4, 5, 6, 7, 8. Meine neue Karte habe ich nicht eingesetzt. Wirklich wahr? Ja, ich glaube nicht, dass ich das Ding brauche. Es hat nur Bewegung 2. Und man kann Monster auch in Hindernisse reinschieben, gell? Nein. Nicht? Nur in Fallen, nicht in Hindernisse. Okay, außer also man ist der Crack hat, der hat da irgendwelche Karten. Also Obstacle hilft mir nicht. Ich hab zwei Karten, wo ich Obstacles wegmachen kann, wobei ich einmal ein Monster reinschiebe. René, nimm die Karte bitte rein. Was? Wieso? Du kannst jedes Mal, wenn du sie einsetzt, ein Element... Ja, aber es ist nur eine Movement 2. Ja, aber plus ein Element. Ich habe mir einen Trank genommen, mit dem ich den ich verliere, nur damit ich einmal ein Element machen kann. Durchgang mit deinen Karten einmal machen und beweg sie noch dazu zwei auch dazu. Also ich halte es für sehr gut. Ich meine, ich weiß nicht, welche andere du rausnehmen kannst dafür, aber ich halte sie super mächtig. Vor allem, das ist kein Szenario, glaube ich, wo wir uns wirklich viel bewegen müssen. Und wenn, reichen zwei Felder aus, damit du irgendwo hingehst auf ein Feld, wo du sicher bist. Aber das ist nur meine Meinung, lass dich nicht mobben. Naja, ich hätte eigentlich schon vorgehabt, das mehr oder weniger so zu machen, wie der Crackheart das vorgeschlagen hat, nämlich einfach schnell vorrennen, eine Runde unsichtbar sein, hoffen, dass ihr nachkommt und mich am Leben haltet. Frost Armor. Was? Ja, das sind Frost Armor. Und die Frost Armor zaubern vielleicht. Das sind wirklich viele Lost Karten. Andererseits, wenn es ein kurzes Szenario ist, ist das vielleicht nicht.